Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Wir könnten auch mal machen. Wenn man Hallöchen sagt, klingt das ziemlich komisch. Ich sag aber immer Hallöchen, ich muss meinem Trend beibehalten. Nee, wir können das immer... Ich hab Witzrede. Jo, erzähl. Hallöchen. Und... herzlich... willkommen... zu... einer... neuen... Folge... Rocket League. Zusammen... mit... der, die das... Erdbeermatrix. Wir... haben... heute... eine... ganz... tolle... Überraschung. Für euch. Nee. Jetzt habe ich zwei Wörter gesagt. Das habe ich gemerkt. Aber... wir... werden... euch... das... nicht... vorenthalten... Das ist total schwierig, weil ich nicht mal weiß, was du überhaupt sagen möchtest. Ja, das weiß ich ist nicht, was ich. Ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, das war jetzt. Ja, das passiert, wenn Gamer Langeweile haben. Das kann man Gamer, noch aus. Willst du uns als Gamer bezeichnen? Dich ja mehr als Gamerin. Zumindest so. Nee, ich glaube nicht, dass man das so bezeichnen kann. Also, nee. Das ist ja, ich sag ja nicht Pro-Gamerin. Das wäre ja eher Contra-Gamerin dann. Nee, Pro-Gamer sind wir ja, aber keine Gamer. Ja, egal. Wir haben zumindest etwas vor, vielmehr, ich hatte eine Idee gehabt. Und zwar kennt was ihr alle... was spielen wir überhaupt? Rocket League. Nee. Was denn für Modus? Ich weiß nicht. Irgendwas, wo wir vielleicht eine Runde One-on-One machen und der Verlierer muss was machen. Was und die andere normal. Und die andere normal, ja. Okay. Habe ich gedacht zumindest, weil ich wollte es mir nicht gerade jetzt, fängst du schon an zu suchen hier. Jetzt erzähl. Und zwar, wann wir das One-on-One haben, der Verlierer muss einen schönen Zungenbrecher-Spruch, ist es eine Zungenbrecher-Geschichte schon eigentlich, ja, vorlesen. Und das Ganze kommt am Ende dieses Videos, also wenn ihr jetzt die Erdbeertante verliert, an oder ihr Video. Oder so eingeblendet während des... Nee, das wäre... das wäre blöd. Doch, dann eh, okay. Ich denke, wir sollten uns jetzt erstmal aufs Spiel konzentrieren und klären das dann gleich. Also auf jeden Fall werden wir es so machen, dass da am Ende, wir sollten uns absprechen, einer den Zungenbrecher macht. Und das wird Matrix sein, weil ich, ne, ist ja klar, ich kann das ja gewinnen. Das One-on-One. Natürlich. Sehr gut. Ja, klar, immer. Ah, das war nicht sehr gut. Hast du gerade ja klar immer gesagt. Soll ich jetzt gleich, ich glaube, ich schneide mal ein paar Videos raus, um dieses immer, weil immer ist ein Absolutum, Absolut. Mal zu demontieren. Oh, das war knapp. Ja, weil man immer sagt, ist es immer und nicht heute ja, morgen nein. Immer ist halt eben immer. Ja, immer. Ah. Immer wieder halt. Nice, guck. Und ich, mein Tor. Ich habe die schön verwirrt, die Gegner, und die dachten immer, ich will den Ball treffen. Wie jetzt? Also nee, das warst du. Und wie siehst du jetzt gleich in der Wiederholung da? Immer schön so von wegen, ja, jetzt treffe ich ihn, nee, doch nicht, ja. Und siehst du, schön abgelenkt. Gib doch einfach zu, dass du ihn einfach nicht getroffen hast, wegen deiner Inkompetenz. Dazu sage ich jetzt nichts ohne meinen Anwalt. Ach so. Ach, ist immer wieder schön. Dass manche Spieler dann sagen, oh, war ja nur Glück. Ja, war es ja auch ein bisschen, ne? Ja, der Glück ist da in sehr vielen Fällen mit bei sehr vielen Spielern. Ich bin hey, in der Mitte. Glück mit meinem Boost. Das ist ja unerhört. Just do it. Schon wieder. Oh, Matrix kennt nicht Just Do It. Natürlich kenne ich das. Ich habe auch die Klamotten. Nein, ich meine... hier, alle kennen den. Das ist so ein Typ, der sagt, just do it, make your dreams come true. Und er kennt es einfach nicht. Er ist so ein richtiger Hinterwäldler. Hinterwäldler? Ja, in einem hinteren Wald wohnst du. Nee. Ich hab mal gerade ein Tor gemacht, so aus Versehen. Tut mir leid jetzt. Ich glaube nicht, dass das die Erklärung dafür ist. Jo. Ach ja, wie immer bin ich, nee, Quatsch, nicht wie immer, aber auch wie in der letzten Folge bin ich mit meinem, wir sind kein Lucky Team, wir sind einfach krass, mit meinem hier, ich teste immer noch ein neues Aufnahmeprogramm. Deswegen ist er immer noch fett, genau da, wo die Punkte stehen. So ein nerviges Dingens. Ich würde sagen, ich sag jetzt einfach immer wie so ein krasser Kommentator an.
Es steht gerade 2-0 für uns, weil wir krass sind. Scheiße. Jetzt steht es 2-1, weil Matrix Scheiße gebaut hat. Das war lucky. Ja, da habe ich den Ball so ein bisschen verpasst, leider. Ja, 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 mal diese Ausreden. Ja, ja, ja. Ist immer sehr schön. Sehr schön, diese Kommentare dann. Das zeigt einem, dass man wieder mit 5-Jährigen spielt. Nein, nicht mit 5-Jährigen. Aber mit 10-Jährigen Minecraft geht es. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, schön. Guck mal, wie schlecht die sind. Oh, ich frage mich gerade, wer jetzt hier von uns beiden im Team, also von den beiden Teams hier jetzt die Noobs sind, mein. Ja. Ist sehr schön. Man genießt das dann auch sehr schön. Ja. Ich glaube, die werden gleich so brastig, dass sie einfach aufgeben. Könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie. Aber das ist halt ein Spiel und man spielt, da hat man mal Glück, mal Pech. Es gibt natürlich auch die wirklich krassen Spieler, das möchte ich scheiße jetzt nicht bestreiten. Wir sind ja immer noch bei unserem Road to Diamond League, ne? Ja. Oder noch besser als, wie heißt das, Grand Champion, was danach kommt? Ja, ne? Ich weiß das gar nicht. Welchen Rang haben die denn? Veteran und Profi. Was bist du nochmal? Auch Veteran, oder? Veteran, ja. Ich mach schon. Kein Turbo. Just do it. Make your dreams come true. Er kennt es halt echt nicht, ne? Kann ich alles scannen. Mach! Meiner. Sehr gut. Sogar mit Ansage getroffen. Das ist wirklich eine Seltenheit. Ja. Tatsache. Achtung, komm. Das ist jetzt meiner. Sehr gut. Ich bin noch mal mittig, wollte ich gerade sagen. Oh. Das war die falsche Seite leider. Upsi. Ach übrigens, hier, ich habe eben erzählt bekommen, krasse Infos, die nur ich weiß und ihr werdet die nicht wissen, außer ich erzähle euch jetzt. Ne, ich werde sie euch nicht erzählen. Aber Matrix hat mir gerade darüber berichtet, dass er einen 100-Abonnenten-Special plant. Ja, das ist ja schon mal sehr weit vorgegriffen, ne? Also, da fehlen ja dann doch noch etliche. Ja, aber ist ja schon mal, ne? Also noch so ein Viertel, ne? Ja. Das stimmt allerdings. Bei mir ist übrigens jetzt auch wieder hier gut was passiert. Also hier 71. Ich meine, Dankeschön. Ja, das ist krass. Das ist schön. Das freut uns sehr. Und natürlich auch ich möchte gerne ein 100-Abonnenten-Special machen. Das geht natürlich dann auch nur mit 100 Abonnenten, ne? Sehr nice. Ja, der geht doch rein. Der geht doch ins Turnier. Das ist doch ein wirklich schönes Gameplay diesmal. Muss ich sagen. Ja, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, was das für ein Du fährst Special wird. Ob das ein Fun-Fact wird oder ich weiß noch nicht. Mal gucken. Es ist ja auch noch Zeit bis dahin, denke ich. Ich weiß schon so ein bisschen, was ich vorhabe. Aber ich werde noch nicht so viel verraten. Und das sagt eine Frau. Eine Frau weiß, was sie vorhat. Das ist jetzt echt seltenheitswert. Ich sag nur eins. Eventuell, und das ist auch wirklich nur eventuell, gibt es vielleicht eine Facecam. Schade. Kommst du? Sehr gut. Nein, ich komme nicht. Müssen wir das Video jetzt wieder FSK 18 markieren, ja? Na, aber wie gesagt, hast du schön den Ständer da mitgenommen, den Pfosten. Siehst du? Oh, haben wir aufgegeben. Ja, war das unsere erste Runde oder die zweite? Das war jetzt die erste. In der zweiten gewinne ich ja das Wandern gewonnen, weil du dann ja den Zungenbrecherspruch aufsprechen musst. Satz. So, Hauptmenü. Was denn für ein One-on-One? Ganz Standard, ja, ne? Wir können ganz Standard spielen, damit ganz normal weg halt, würde ich sagen. Weil in diesem Zerstören, da macht ihr ja mal platt. Das ist ja sehr unfair. Ja, klar. Okay, wie gesagt. Dreht ihr das ein, dann glaubt ihr das. Wie gesagt, der oder die Verliererin wird natürlich am Ende des Videos, also an diesem Video, dann praktisch als Audio den Satz aufsagen. Und zwar mit allen Fehlern, die man da reingeballert hat. Ja, ohne Schnitt. Ohne Schnitt. Komplett durch. Es ist nicht allzu lang, aber es kann bestimmt sehr lustig werden. Und natürlich werde ich meine Audiodatei der Erdbeertante, vielmehr der die Erdbeertante geben. Und ich schätze mal, dass es andersrum genauso sein wird, dass man halt das Video komplett notieren kann. Man kann das auch eigentlich jetzt direkt dann noch sagen. Ich meine, dann hast du es ja noch auf die Audio mit drauf.
Wie meinst du das jetzt? Ja, wenn man das jetzt noch direkt noch während der Aufnahme dann, also am Ende der Aufnahme. Ach so, meinst du das? Ja, natürlich meine ich das so. Nee, das wäre blöde, weil dafür müsste ich aus dem Spiel raus. Und wenn ich aus dem Spiel raus bin, dann ist das Aufnahmetool auch nicht mehr an. Ach so. Natürlich doof. Wird natürlich dann keinen Sinn machen, nicht? Ah ja, okay. Hast du noch nicht ein Tablet? Oh, scheiße, ja, habe ich. Siehst du? Problem gelöst. Aber ich muss es ja eh nicht aufnehmen, von daher kann es mir ja egal sein. Ne? Wie hochnäsig Missy mit Mal spielt und arrogant. So kenne ich sie gar nicht. Das ist nur scherzhaft. Was? Ja. Aber wir wissen ja beide, ihr werdet hier jetzt gewinnen, ne? Ich frage mich gerade, wie es beim Unentschieden ist. Und einen Unentschieden gibt es ja nicht wirklich. Aha. Ich wäre sehr verbunden, wenn du mal vor mein Tor verschwinden würdest. Nö. Doch. Das war die falsche Richtung. So. Jetzt machen wir ja ein bisschen Angriff. Mhm. Ist immer faszinierend. Wie konzentriert man denn doch ist, wenn man Ja klar. Spielen möchte. Ne? Das ist auch immer ganz faszinierend bei der App-Tante. Sie sagt nämlich einfach mal gar nichts mehr. Ja, ich konzentriere mich halt wirklich, weil ich einfach keinen Bock habe, diesen Zungenbrecher darauf zu sagen. Ja, Meister, hab ich Bock zu? Ja. Man könnte natürlich dann aber auch hinterher solidarisch sein und sagen, hey, beide machen es. Beide machen es, genau. Beide machen es, hat sie gesagt. Ah. Nee. Was? Okay. Da habe ich nicht, selbst nicht mal ich dran gedacht. Oh, Manu. Nee, junge Dame. So aber nicht. Na, lauf. Ah, Bananenbrot. Ja, nee. Scheiße. Ja, nee, scheiße. Ja, das war Glück. Ja, natürlich. Ja, weil ich da hinten so festhange. Ja, ich weiß das. Ja, das, nee. Das ist immer nur Glück. Sobald der andere einen Fehler macht, hat der andere das Ding drin. So wie jetzt. Das war so ein Lucky Punch. Dass ihr wieder so glücklich vor Tor rollt. Ah, nein! Du hättest es sogar noch verhindern. Ja, ich weiß. Nein. Er ist ein bisschen zu weit vorgeprescht. Und dann war alle. Na, egal. Das seelenruhig zu. Das war ein. Das war ein Lucky Punch jetzt. Ja. So wie das in sehr vielen Fällen bei mir ist, beim Anstoß, dass der Ball einfach mal stumpf Mais zu meiner Seite rollt. Na, da kommen wir nicht mehr hin. Das war aber richtig Glückstreffer von mir. Weil ich ihn zweimal so glücklich gerade noch so da einmal und dann noch da einmal gerade so noch getroffen habe. Ja. Oha. Da muss ich wieder wunderschöne Outtakes, die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Waren wirklich toll. Ne? Martin, ich weiß nicht, wovon ich rede. Outtakes. Ach, nee. Outtakes. Vor Outtakes im Prinzip. Also, weil es ja vor dem... Nee. Du weißt schon, was ich meine. Ist ja, auch egal. Hey, du hast ja schon ein Tor. Ja, oh, Entschuldigung. Du hast nur noch anderthalb Minuten knapp, ne? Ja, ich bin noch dabei. Warte locker. Na gut, dann lasse ich dich mal nochmal ein Tor machen. Bin mal so nett. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr nett von mir, ja, ich weiß. Ja, du kannst manchmal so richtig, das ist schon so, schon fast eklig nett. Was soll denn das jetzt heißen? Aber komm, das habe ich dir nicht geschenkt. Ah, Bananen, Toast, Brot, Dreck, Kacke. Was?
mag das nicht, wenn das so nah an meinem Tor ist, weißt du das? Das interessiert mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, relativ gar nicht. Lol, war ausgetrickst. Das war wirklich eine knappe Kiste. Komm, fahr doch los, du blöde Karre! Ich weiß schon, wer den Zungenbrecher sagen muss. La 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 la. Was war das denn? Das war eine Verarschung, oder was? Wie nicht so funktioniert. Oder denkst du, ich sehe nicht, wenn du dich nicht bewegst? Huh, was war das? Den krieg ich aus diesem dämlichen Winkel nicht. Ja. War der Plan. So, so. Scheiße. Ah. Ja, ja, ja. So. Das wird schön mit dem Zungenbrecher. Aber du hast ihn ja schon einmal geübt. Das ist ja eigentlich auch unfair, ne? Ich kannte ihn aber auch schon vorher. Das ist ja noch unfairer. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich ihn auch vernünftig aussprechen kann. Ich werde mir Mühe geben, aber einige haben ja bestimmt schon mitbekommen, dass selbst hier in dem normalen Gespräch manchmal die Zunge das macht, was sie gar nicht machen soll. Das hört sich auch schon wieder so falsch an. und zumindest wird es gleich hier im Anschluss nach der Verabschiedigung halt... Verabschiedigung, siehst du, fängst schon an. Nach der... Wie nennt man das, verdammt? Das fehlen mir die Worte. Ich bin vollkommen geschockt jetzt auch. Nach dem Bye-Bye-Sagen wird denn viel Spaß und ich sage jetzt nichts mehr. So. Genau, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt ein Like nach oben. Ja, Like nach unten wäre auch geil. Was wir beides ein Like halt. Und wenn euch das noch mehr gefallen hat, dann lasst uns gerne auch ein Abo da oder Kommentare. Kommentare natürlich immer. Und wir freuen uns auf die nächste Folge Rocket League und auf den nächsten Montag und auf ein tolles Wetter hoffentlich und so weiter. Bye-bye. Ja, von mir würde ich auch sagen, ich wünsche euch wie immer noch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, euer Montag war nicht so stressig. Bei mir ist montags immer sehr stressig. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und jetzt viel Spaß bei Matrix wunderschönem Zungenbrecher. Ja, dann mal herzlich willkommen zu meiner verlorenen Runde und einen herzlichen Glückwunsch nochmal an die Erdbeer-Tante, dass sie so fabelhaft, ich habe sie gewinnen lassen und jetzt machen wir auch den Spruch, also es ist eine kleine Geschichte, könnte ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Also, in einem kleinen Dorfe, da wohnte einst ein Mädchen mit dem hübschen Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihre ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne von Barbaras Rhabarberkuchen aß, war sie überall euer unter dem Namen Rhabarber-Barbara bekannt. Rhabarber-Barbara bemerkte bald, dass sie mit ihren Rhabarberkuchen bares Geld verdienen könnte. Daher öffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar auch nach nicht allzu langer Zeit einige Stammkunden. Der bekannteste unter ihnen war ein Barbar. Kam so oft in die Rhabarber... Siehst du, da bin ich schon verhaspelt. Geil. Ein Barbar kam so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um Rhabarber-Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen zu verspeisen, dass man ihn für dahin nur noch den Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Das geht sowas von in die Hose. Der Rhabarber-Barbara-Barbar hatte aber einen prächtigen und ungeheuer dichten Bart. Wenn es den Rhabarber-Barbara-Barbaren nach Pflege für seinen Rhabarber-Barbara-Barbarenbart verlangte, ging er natürlich zum Barbier. Natürlich, wohin denn auch sonst? Friseur wäre jetzt auch scheiße. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber-Barbara-Barbarenbart bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier. Der Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier kannte von Rhabarber-Barbara-Barbarens herrlichen Rhabarberkuchen und trank dazu immer ein Bier. Natürlich, Kaffee wäre auch scheiße. Zu Kuchen, trinkt man Bier zu. Dass er irgendwann feierlich auf den Namen Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier-Bier taufte. Das Rhabarber-Barbara-Barbarenbart
Barbier, Bier wurde aber nur in einer ganz bestimmten Bierbar gebraut, natürlich. Die Verkäuferin des Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bieres an der Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bier Bier Bar hieß Bärbel. Fuck. War aber besser bekannt als Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel. Ja, natürlich. Mit Karte konnte man in dieser Bar übrigens nicht bezahlen, sondern nur im Bar. Na klar. Denn Bärbel hatte eine tiefe, tiefe Abneigung gegen solch modernes Zeug. Diese Eigentümlichkeit veranlasste bald, dass das Phänomen mit einem eigenen Namen bedacht wurde. Na klar. Die Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad bei Bier 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 Bar Bärbel Bar Bezahlung. Ihr könnt es alle gerne mal nachmachen, ihr haut euch die Zunge kaputt. Um aber so viele Rhabarber, Barbara, Barbar, Baren, Bad, bei Bier, 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 Bar, Bärbel, Bar Bezahlungen überhaupt bezahlen zu können, mussten die Kunden der Rhabarber, Barbara, Barbar, Baren, Bar, bei Bier, 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 Bar, Bärbel gesondert Geld sparen. Der hohe Andrang veranlasste sehr bald die Gründung einer eigens hierfür vorgesehenen Bank. Der Rhabarber, Barbara, Barbar, Baren, Bad, bei Bier, 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 Bar, Bärbel, Bar Bezahlbank. Und wisst ihr, wem diese Bank gehörte? Man kann es kaum glauben, aber es war der Rhabarber Barbara Barbara. Besser gesagt, der Rhabarber Barbara Barbara Baren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel Bar Bezahl Bank Rhabarber Barbara Barbara. Gott, nach dem Bearbeiten des Rhabarber Barbara Barbara Baren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel Bezahl Bar Bezahl Bank Rhabarber, da habe ich die Frauen schreiben. Das ist, Alter, das ist... Ein Satz, der geht über den komplett. Das ist so gemein. Nach dem Bearbeiten des Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel Bar Bezahl Bank Rhabarber Barbara Barbar Baren Bads ging der Rhabarber Bar nicht zum Lachen bringen. Ging der Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier meist mit den Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel Bar Bezahl Bar Bank Rhabarber Barbara Bar bearbeiten. Gott. In die Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bier Bier Bar zur Rhabarber, lass die Maus im Weg, Rhabarber Barbara Barbaren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel und sie zur Rhabarber Barbar in die Rhabarber Barbara Bar zu nehmen, auf dass sie alle zu von Bärbel gebrauten Rhabarber Barbara Barbar Baren Bar Bier 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 Bar, dass sie mit auf der Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel Bar Bezahl Bank angespalten Geld per Rhabarber Barbara Barbar Baren Bad Barbier Bier Bier Bar Bärbel Bar Bezahlung erworben wurde und ein großes Stück von Rhabarber Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen verspeisten. Wie die Geschichte aber verlaufen wäre, wenn die Bares eine bessere Bahnverbindung bekommen hätten oder ein Verband beigetreten wären oder Bananen oder eine spezielle Luftdruckmessung durchgeführt hätten oder das alles zur Zeit Jesu Christi in Jerusalem gespielt hätte, ein gewisser Barbarbas, die ganze Sache noch einmal Bass aufgemischt hätte, das möchte ich an dieser Stelle nicht näher erläutern, da es zu dieser Zeit zwar viele Barbaren und vermutlich auch einige Bierbaren gab, aber weder der Rhabarberkuchen noch die Barbezahlung erfunden waren. Des Weiteren, die Deutsche Bahn, so banal wie ein Barometer und mit Verbänden meiner Meinung nach nur bei Anliegen einer Bandage hantiert werden sollte.